Ein Job ist wie eine Beziehung, oder? In diesem Video geht es darum, die Parallelen zu finden zwischen deiner Beziehung zu deinem Job und deiner partnerschaftlichen Beziehung. Mein Name ist Sandra Molter. Ich begleite Frauen 50 plus raus aus ihrem Jobfrust hinein in ihr Happy Work. Ja, ein Job ist wie eine Beziehung, oder? Und wenn wir mal ganz genau hinschauen, dann ist das auch so. Mit unserem Partner sind wir vielleicht schon einige Jahre zusammen, verbringen unsere Zeit zusammen, unser Leben zusammen. Und mit einem Job bist du sicher auch schon ein paar Jahre zusammen, verbringst deine Zeit mit deinem Job auf deiner Arbeit und ist im Grunde auch wie eine Beziehung. Und eine gute Beziehung, eine wertschätzende und ja, richtig gute Beziehung will gepflegt, gehegt und gepflegt werden. Da schauen wir heute gemeinsam hin. Also, wie viele Jahre hast du schon gemeinsam verbracht mit deinem Job? Wie lange seid ihr schon zusammen? Ist das schon ganz lange? Vielleicht sind das 10, vielleicht sind es 15 Jahre, die du mit deinem Job schon gemeinsam verbringst. Und du kannst dir jetzt die Frage stellen, wärst du schon 10 oder 15 Jahre mit einem Partner zusammen? Würdest du diese Beziehung, wenn sie dir nicht mehr gefällt, einfach hinschmeißen? Die Antwort ist wahrscheinlich nein. Ja, und du kannst dich auch immer wieder fragen, warum haben sich diese Gefühle für deinen Job verändert? Was ist da passiert? Warum ist da etwas anders geworden? Hat sich im Job etwas geändert oder hat sich in dir etwas geändert? Eine ganz, ganz spannende Frage, die wir uns wirklich stellen dürfen, um da mal genauer dahinter zu schauen. Ja? Und wenn du überlegst, wie bist du zu deinem Job gekommen? Hast du dich dafür beworben oder hat sich das irgendwie durch Zufall ergeben? Ist es ein Vernunftjob oder ist es ein Job, der dir Freude gemacht hat, so richtig Freude gemacht hat damals? Ja, wo du dich bewusst drauf beworben hast, wo du gesagt hast, hey, das ist genau meins, da will ich hin, das Unternehmen passt auch zu mir, das gefällt mir gut, ja. Ist ja auch immer wichtig, wenn, ich sag mal, das Produkt, was das Unternehmen herstellt oder die Dienstleistung, die sie erbringen, dass die zu deiner Philosophie auch ein Stück weit passt. Das ist natürlich genial. Was waren deine Beweggründe damals? Warum hast du genau diesen Job ausgewählt? Und dann natürlich die Frage, wie hast du dich gefühlt dabei, als du dich beworben hast, als du dich gefreut hast, als du eine Einladung bekommen hast zum Bewerbungsgespräch. Damals war das ja noch alles persönlich, aber das ist ja alles virtuell. Ja, was hast du gedacht? Hast du gedacht, je, super, ja, bin im Bewerbungsgespräch. Und dann hast du das Gespräch geführt und bist draußen, hast gedacht, ey, das hat sich richtig gut angefühlt, ja. Ich glaube, das sieht gut aus. Und dann hast du die Zusage bekommen. Und hast gesagt, yay, ich habe den Job. Ich habe den Job. Ja? Und fühl dich mal da hinein. Was waren da deine Gefühle? Wie hat sich das angefühlt für dich? Da kannst du auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht hat sich das leicht angefühlt. Vielleicht warst du stolz darauf, Mensch, bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Ja. Und dann kommt natürlich die andere Sache. Wie es auch manchmal in einer Beziehung ebenso ist, nach vielen Jahren gerät es in so ein bestimmtes Fahrwasser, da ist vielleicht mal ein bisschen die Luft raus, weil man so ein bisschen nebeneinander herlebt, ja, und sich nicht mehr so aufeinander fokussiert. Und das ist natürlich fatal für eine Beziehung. Es kann natürlich eine Weile gut gehen, aber das ist natürlich wie so eine Abwärtsspirale. Und irgendwann kommt der Tag, wo beide Partner merken, oh, da ist was, da läuft was gehörig schief, ja, dass die Beziehung ist in Schieflage geraten. Und im Grunde ist das nichts anderes wie der Beziehung zu deinem Job. Irgendwann, nach einer gewissen Zeit, wo du vielleicht noch ganz, ganz viel Routine eingebaut hast, wo du vielleicht manchmal viel, viel Dinge im Autopiloten machst und gar nicht mehr so ganz bewusst und achtsam bei deiner Arbeit bist, ja, da kann das natürlich dazu führen, dass du plötzlich merkst, boah, was denn da passiert? Das macht mir gar keinen Spaß mehr. Ich habe gar keine Lust mehr, bei uns auf die Arbeit zu gehen. Im Gegenteil, ich bin total frustriert
Und ich bin abends nur noch ausgelaugt, weil da zu viel Stress ist, eine Überforderung, eine Arbeitsüberlastung und so weiter und so fort. Wo habe ich denn aufgehört, darauf zu achten, dass es nicht ein permanentes Zuviel ist? Also, wie man so schön sagt, in jeder Beziehung gehören beide oder sind beide daran beteiligt, am Gelingen der Beziehung und an dem, wie sie sich auch entwickelt. Und wenn wir das mal so ein bisschen auf unseren Alltag im Job ummünzen und umlenken und überlegen, naja, wo ist denn mein Beitrag vielleicht dabei? Ja? Oder die Frage, ja, sind wir denn eigentlich noch auf Augenhöhe, mein Job und ich? Ja, oder habe ich mittlerweile, weiß nicht, so für mich ein bisschen zurückresigniert, wenn ich denke, naja, gut, oh, ich bin einfach nur fix und fertig abends, weil ich zu viel bekommen habe. Vielleicht hast du Arbeit im Laufe der Zeit dazu bekommen, die du eigentlich gar nicht wolltest, aber du hast sie gut gemacht, man hat sie dir nach und nach immer mehr umgehängt, als hättest du ein paar Ketten umhängen noch zusätzlich, wo du dann richtig schwer, ja, behangen bist und dann so, boah, in die Knie gehst, weil das einfach alles ein dauerhaftes zu viel ist und dir unfassbar Kraft raubt und du abends einfach nur noch fix und fertig nach Hause kommst und keine Lust mehr für irgendwas hast. Ja, vielleicht noch was zu essen machen kannst und dann todmüde ins Bett fällst. Das ist mal nicht schlimm, aber auf Dauer absolut fatal für dich, deine Gesundheit, deine Lebensqualität, deine Lebensfreude, deine Zufriedenheit. Du hast nur ein Leben. Ja, und irgendwann merkst du, Mist, da ist was gehörig aus dem Ruder gelaufen. Wo und wann ist das passiert? Warum habe ich das zugelassen? Warum habe ich da nicht ein bisschen gehegt und gepflegt? Ja, das ist natürlich keine Einbahnstraße. Das darf im Unternehmen ja auch kommen. Lob, Wertschätzung, Anerkennung. Das ist natürlich auch wichtig. Ja? Und vielleicht ist da auf beiden Seiten so ein bisschen Selbstverständlichkeit eingetroffen, hat sich da eingeschlichen, sage ich jetzt mal. Auch da wirklich mal genau hinschauen. Und auch genau hinschauen, ganz oft neigen wir dazu, die Dinge so zu pauschalisieren. Oh, mein Job ist scheiße. Hand aufs Herz. Der ist nie komplett scheiße. Da ist ein Teil davon nicht gut. Oder um das Wort weiterhin zu benutzen, ich nutze diese Sprache natürlich nicht gerne, aber das ist so, dass wenn wir so richtig einen Frust haben und so richtig keine Lust mehr haben und sagen, hey, es ist alles scheiße. Es ist aber nie alles, also nie alles nicht in Ordnung oder in einem schlechten Zustand, ja, desolaten Zustand. Es ist immer ein Teil davon und wir neigen dann dazu, alles schlecht zu sehen. Und das ist es nicht. Auch da möchte ich dich nochmal sensibilisieren und dir ein Bewusstsein zu schaffen, was genau an deiner Arbeit macht dir keinen Spaß mehr. Welcher Teil davon ist es? Und da nochmal ganz bewusst hinzuschauen. Welcher Teil ist es? Ja, und nochmal Hand aufs Herz. Wie oft hattest du schon den Gedanken, oh, das Unternehmen ist daran schuld, dass es mir so schlecht geht. Das Unternehmen ist daran schuld, dass ich so eine schlechte Lebensqualität habe. Das Unternehmen ist daran schuld, dass ich so schlecht schlafe, dass es mir einfach so geht, wie es mir geht. Ja, ich habe keine Lust mehr, mit Freunden wegzugehen. Mein Partner ist auch schon genervt, weil ich ständig schlechte Laune habe und so weiter. Daran ist das Unternehmen schuld. Höre ich auch immer wieder. Aber ist das wirklich so? Wie in einer Beziehung sind immer beide, ich will gar nicht sagen schuld, aber beide haben ihren Beitrag dazu gegeben. Beide haben etwas in die Beziehung eingebracht oder eben nicht, was dann für ein massives Ungleichgewicht, was zu einem Ungleichgewicht führt. Und auch da darfst du mal hinschauen, was davon hast du denn vielleicht vernachlässigt? Auf deiner Arbeit, mit deinen Kollegen, mit deinem Chef. Wo hast du irgendwann so einen Schritt zurückgemacht und hast gesagt, oh, mach ich halt Dienst nach Vorschrift. Ja, auch das ist nochmal wichtig. Und dann natürlich auch zu fragen, okay, wenn du sagst, oh, ich habe einfach keine Lust mehr auf diesen Job, ich würde gerne raus da, ist die Frage, was hast du schon versucht, um diese Beziehung zu deinem Job zu retten? Was hast du versucht? Hast du überhaupt schon etwas versucht? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil eine Beziehung wirfst du ja auch nicht hin, gerade wenn sie schon viele, viele Jahre dauert, weil sowohl in der Beziehung hat man auch eine sehr, sehr gute Zeit gehabt und ist ja aus einem bestimmten Grund zusammengekommen, weil man sich lieb hat und ja, auf einer Wellenlänge ist und so weiter, das Leben gemeinsam verbringen will.
gemeinsame Ziele verfolgt. Und auch da wirst du mit Sicherheit Dinge versuchen. Du wirst mit Freundinnen sprechen. Du wirst ja, dir vielleicht auch Hilfe holen. Es gibt Partnerberatung. Es gibt Coaches wie mich, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben. Und da wirst du wahrscheinlich auch nicht einfach so die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, okay, weißt du, du hast eine Wohnung vielleicht zusammen, ein Haus gebaut zusammen, du hast ein Leben zusammen aufgebaut und entwickelt. Da ist es gar nicht so einfach, da von heute auf morgen rauszugehen. Und da unternimmst du sicherlich Versuche zu sagen, hopp, lass uns mal zusammensetzen und wir müssen da mal reden und das ist wichtig, weil da läuft aus meiner Sicht nicht alles rund und ich möchte es gerne mal besprechen mit dir. Also du setzt dich mit deinem Partner hin und besprichst das. Teilst deine Wünsche mit, teilst deine Bedürfnisse mit deinem Partner. Hast du sowas schon gemacht auf deiner Arbeit? Deine Bedürfnisse geäußert, deine Wünsche geäußert, Vorschläge gemacht, wie man das vielleicht ändern könnte, deine dauerhafte Überlastung? Ja, und natürlich gibt es da Menschen, die auch da unterstützen können. Mich zum Beispiel. Ja, nämlich zu schauen, wie kannst du einen guten Umgang finden und einen anderen Blick auf deine Arbeit werfen, um wieder gut damit zu sein. Wirklich gut damit zu sein, ohne die Arbeit aufgeben zu müssen, die du ja jahrelang aufgebaut hast. Du hast dich in diesem Unternehmen etabliert. Du bist wer. Die Leute wissen, was du kannst, wer du bist, wie gut du bist, wie zuverlässig du bist. Du hast dir dein Gehalt aufgebaut, hast vielleicht immer auch ein bisschen noch drauf bekommen jedes Jahr, je nachdem, ob du gewerkschaftlich irgendwo organisiert bist oder angeboten bist oder nicht. Aber ja, du hast dir etwas aufgebaut durch deine Erfahrung, durch deine, was du da einbringst. Würdest du heute einen Job wechseln, weißt du nie, ja, ob es da auch finanziell gleich ist und so weiter. Das ist alles Neuland. Ja, und ganz viele Frauen sagen auch immer, Mensch, Sandra, ich würde ja eigentlich gerne wechseln. Aber auf der anderen Seite, vielleicht gibt es die Möglichkeit, noch was zu retten. Und diesen Joker möchte ich gerne ziehen. Und sei du bitte mein Joker und unterstütze mich da dabei. Und das mache ich von Herzen gerne, weil wir dürfen dem Ding wieder eine Chance geben, ob das die Beziehung ist oder unser Job ist. Deswegen, also da auch noch mal ganz genau hinschauen, bevor du etwas hinwirfst, was du jahrelang ja aufgebaut hast, wie eine Beziehung mit deinem Partner. Ja? Und dann natürlich, welche Rettungsversuche kannst du da unternehmen? Und ich habe schon eine ganze Reihe Fragen mit eingebunden jetzt und möchte dir aber jetzt nochmal weitere Fragen an die Hand geben. Vielleicht magst du sie dir aufschreiben oder spule nochmal zurück und hör das einfach nochmal an, weil die sind essentiell wichtig. Na, aber nochmal zurückkommen. Was genau an deinem Job gefällt dir nicht? Stört dich? Frustriert dich? Macht dich unglücklich? Es ist nie alles. Deswegen schau, welcher Baustein, welches Puzzleteil dir fehlt, um etwas Gesamtes daraus zu bauen, was dich trägt, was dich hält. Ja, weil es ist nie immer alles, was blöd ist und frustrierend ist. Es sind immer Teile davon. Also bitte, bitte pauschalisier es nicht, sondern schau hin, was genau, welcher Baustein ist das? Welcher, vielleicht ist es nur ein klitzekleiner Baustein, der aber eine riesen Auswirkung auf alles andere hat. Ja, und vielleicht ist es bei dir die Arbeit, die du dazu bekommen hast, weil irgendeine Kollegin mal ausgeschieden ist, dann hast du das erstmal temporär gemacht. Naja, dann hat sie ja nichts gesagt und nicht Nein gesagt, dass es ein zu viel ist. Dann kann die das ja noch ein bisschen weitermachen. So denkt vielleicht dein Chef. Ja, vielleicht ist es deine Aufgabenvielfalt, weil du nicht alles gleichzeitig bedienen kannst. Klar, weil vielleicht etwas ganz Wichtiges hinten runterfällt, wofür du eigentlich mal ganz ursprünglich volle Verantwortung getragen hast. Und dieser Verantwortung kannst du nicht mehr nachkommen. Also frustriert dich das. Ja, du kannst nicht mal selbst mehr Prioritäten setzen. Oder vielleicht ist es dein Chef, der aus irgendeinem Grund mit dem es ein bisschen kriselt. Ja, auch da mal hinschauen, was genau ist das? Vielleicht sind es neue Kolleginnen und Kollegen, die dazugekommen sind, wo es nicht so ganz harmoniert. Auch da kannst du ins Gespräch gehen. Ja, bitte, bitte gib ihm eine Chance. Ja. Vielleicht ist es so, dass du gerne Homeoffice hättest, mehr. Und du darfst nur einen Tag im Monat in der Woche machen oder so. Ja? Es gibt immer Verhandlungsspielraum. Und gerade ist es so, dass wir Fach- und Arbeitskräftemangel haben. Also jedes Unternehmen ist im Grunde froh, wenn ein Mitarbeiter da bleibt und er den Mitarbeiter oder das Unternehmen den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin halten kann. Also im Moment ist wie soll ich denn sagen, die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und zu sagen,
Ich arbeite gern hier, aber lass uns doch mal genau schauen, wie wir das vielleicht mal ein bisschen ändern könnten. Also, das ist immer auch deine eigene Verantwortung, dahin zu gehen und zu sagen, lieber Chef, ich bin gerne hier, das gefällt mir gut, aber das und das, da sehe ich noch Optimierungsbedarf. Wie siehst du das? Ja, also auch da in die Aktion zu gehen und dich rauszubringen aus der Opferhaltung und nicht zu sagen, oh, das Unternehmen ist schuld daran. Das ist nie alleine schuld. Es ist auch immer an der, die Haltung, unsere Einstellung, die wir vielleicht auch mit der Zeit entwickelt haben, weil wir sagen, oh, hab keine Lust mehr, was soll ich da noch mitdenken, sollen doch gerade machen, was sie wollen. Ja, ich kenne diese Gedanken, alle, glaub mir, ich kenne diese Gedanken. Ja, und dann die nächste Frage kannst du dir nochmal stellen, wie müsste diese Veränderung oder eine Veränderung überhaupt ausschauen, damit es dich in diesem Job hält? Welche Veränderung im Außen, vielleicht bei dir innen, bräuchte es, um dich in diesem Job zu halten? Und wir können uns von einem verabschieden, wie bei allem im Leben, es gibt nie, 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 nie 100%. Weder in einer Beziehung noch in einem Job. Egal, es gibt nie 100%. Und irgendwo gibt es kleine Mini-Puzzlechen, die nicht unbedingt so ganz akkurat da reinpassen in dieses Puzzle. Ja, also von daher ist es auch wichtig, vielleicht den einen oder anderen Kompromiss zu machen, mit dem wir aber dennoch gut leben können, weil das Gute überwiegt. Und dahin will ich mit dir kommen, und I love it, dass du da wieder hinkommst, einen neuen Blick erwirbst auf deine Arbeit, weil dir der Blick einfach vorher, sind wir ganz ehrlich, ein bisschen vernebelt war, weil du einfach nur noch das Negative gesehen hast. Da möchte ich mit dir hingehen. Und bevor du alles hinschmeißt, nochmal wirklich in die Rettungsversuche gehst, wirklich, wirklich, ich sag mal, in die Wiederbelebungs, Maßnahmen sozusagen das Ganze wieder aktivieren. Und wenn du dann sagst, ich habe jetzt wirklich nochmal, Sandra, mit dir alles gemeinsam probiert, es geht nicht, gibt es immer noch andere Möglichkeiten. Aber sei es dir wert, diesen Weg zuerst mal zu gehen, weil du kannst in deinem, du bleibst in deinem Umfeld, du bist weiterhin etabliert, du kannst auch Wünsche und Vorstellungen äußern, du kannst dich abgrenzen. Du bleibst aber in deiner finanziellen Sicherheit. Wenn man Sicherheit sagen kann, aber es ist auf jeden Fall sicherer für dich, weil du sagst, oh, ich habe einfach Angst, einen Job zu wechseln, weil ich nicht weiß, da komme ich vielleicht vom Regen in die Traufe. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Aber du weißt es nicht. Deswegen schau hin, was müsste sich verändern für dich, das dich in deinem Job hält. Ja, vielleicht hast du, kannst du ein paar Aufgaben abgeben, kannst du was wechseln im Zuständigkeitsgebiet, was auch immer. Es gibt immer Möglichkeiten, sodass du auch, wenn du irgendwann sagen solltest, nö, ich will das jetzt wirklich nicht mehr, was da bisher war, dann hast du aber alles probiert. Das heißt, du kannst ja immer sagen, gut, hab's probiert, es ging nicht. Es wird aber nie der Gedanke bleiben, ah, hätte ich nicht doch vielleicht da nochmal genau hingeschaut und mit dem nochmal gesprochen, vielleicht hätte ich doch da bleiben können. Ja, also das möchte ich mit dir erarbeiten. Und dann kommt natürlich auch dazu, deine Einstellung. Wo und wie könntest du etwas an deiner persönlichen Einstellung ändern, sodass du einen anderen Blick damit hast, einen anderen Blick auf deine Arbeit werfen kannst? Und vielleicht ist es ja sogar auch ein Punkt, wir Frauen sind ja gerne Optimistinnen, auch Perfektionistinnen, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ganz oft haben wir einen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch. Wir wollen auf der Arbeit richtig gut sein, wir wollen dann im Privatleben richtig gut sein. Vielleicht hast du noch Familie und bringst beides unter einen Hut, da willst du auch richtig gut sein, überall 150% bringen. Das wird nicht funktionieren, das wissen wir. Dennoch liegt es oft in unserer Prägung, in unserem Antrieb drin. Aber wenn wir da mal genau hinschauen und sagen, vielleicht reichen da auch 80%. Das ist unser eigener Beitrag, einen Perfektionismusgedanken, den wir damit reinbringen. Das ist unser Beitrag. Vielleicht hat dein Chef oder deine Chefin dir schon gesagt, naja, Mensch, super die Arbeit, die du machst, aber du 80% reichen. Wir brauchen die 100 nicht. Ja, lass uns lieber mehr Sachen machen und nicht so in einem Ding, ich sag mal, einen großen Aufwand betreiben. Ja, also du verstehst das bestimmt richtig, auch selbst alles erlebt. Von daher weiß ich da wirklich auch, wie sich das alles anfühlt. Und ich möchte diese drei Rettungsversuche für dich jetzt nochmal zusammenfassen. Also einmal frag dich, welcher Baustein wirklich fehlt dir in deinem Job, um dich zufrieden zu fühlen, sodass du sagst, okay, da bleibe ich. Ich gehe einen kleinen Kompromiss rein, aber für den Rest, go for it. Ja. Punkt zwei, wie müssten die Veränderungen aussehen, die du brauchst, dass dich dein und dass dich dein Job da festhält, dass du da bleiben magst? Ja.
Und Punkt 3, was müsstest du an deiner Einstellung ändern? An deiner persönlichen Einstellung, an deiner eigenen Perspektive darauf, an deinem Anspruch, an deiner Denkweise, an deiner Einstellung eben, ne? Wie könntest du deinen Thermostat anders einstellen, dass du damit besser umgehen kannst? Und da bist du voll in deiner Eigenmächtigkeit, eigener Ermächtigung, in deinem Empowerment und in deiner Selbstwirksamkeit, ne? Diese Selbstbestimmung, das Wort, was hoch und runter geht, rauf und runter. Was wir alle so wollen, mitbestimmen, unser Leben mitgestalten dürfen. Und das ist, liegt an dir. Und da möchte ich dich unheimlich gern dazu einladen, da mal genau hinzuschauen. Wenn du mehr möchtest, wenn du mehr möchtest, wenn du sagst, ah, ich will unbedingt etwas ändern, ich will es ändern und will versuchen, einen guten Umgang mit diesem Job zu finden. Ich will ihn nicht einfach hinschmeißen, ich will ihm eine Chance geben. Ich will ihm eine Chance geben. Dann melde dich bei mir unter umdenken@sandra-molter.de und lass uns einsteigen in mein achteiliges Empowerment-Coaching Happy Work für die Frauen 50 plus. Sei es dir wert, du hast ein Leben, gestalte das mit, gestalte es nach deinem Gusto und du wirst erfüllt sein, zufrieden sein, dich wohlfühlen und sagen, hey, es hat geklappt, mein Happy Work 50 plus. Viel Spaß beim Beantworten der Fragen, die ich dir mit auf den Weg gegeben habe. Und ich freue mich, wenn du mir ein Like hinterlässt, einen Kommentar hinterlässt. Wie ist es dir damit ergangen mit der einen oder anderen Frage, die du dir vielleicht selbst gestellt hast, wo du vielleicht einen Aha-Effekt hattest, wo du gesagt hast, hey, von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet. Schreib es mir gerne, ich freue mich drüber. Alles Liebe, deine Sandra, die Umdenkerin.